Hey, heute spielen wir mal Minecraft. Wieder mal. Aber heute gibt es mal ein anderes Format auf diesem Kanal. Wir spielen Minecraft in 100 Minuten und 20 und 30 Sekunden durch. Wird spannend, bleibt dran. Ist mal was anderes, wenn ich Minecraft spiele. Ganz, ganz neu. Aber wir spielen ja heute mal Minecraft durch. Die Idee kommt jetzt nicht von mir. Unbedingt. Aber ich hab Bock. Ich hatte mal Bock, das mal zu machen. Und jetzt mache ich es einfach mal. Minecraft hier durchspielen in 100 Minuten. Dann craften wir uns mal eine Spitzhacke. Gehen runter. Rein da. Zwei weiße Schafe. Als allererstes werden wir jetzt mal ein Dorf suchen. Und dann gehen wir in den Nether. Und dann werden wir den Ender Dragon besiegen. Ihr könnt nebenbei auch mal ein Like und ein Abo da lassen, falls euch das Video gefällt. Für den Algorithmus gerne ein Like da lassen, damit unsere Videos wieder auch bei mehreren verschiedenen Leuten angezeigt werden, damit wir auch gerne mehr Abos bekommen. Und lasst sonst auch, wenn ihr neu seid, ein Abo da und auch ein Like. Und guckt auf meinen Twitch-Kanal vorbei, da streame ich ab morgen das allererste Mal auf Twitch. Also nicht das allererste Mal. Das zweite Mal, aber das allererste Mal so Gaming auf Twitch. Da habe ich auf jeden Fall schon mal richtig Bock drauf. Wird auch morgen ein bisschen gezockt. Könnt ihr ruhig mal vorbeigucken. Ich habe auch dieses Monat extremst viel ausgegeben, damit ich streamen kann. Ich meine, ich habe jetzt gut 2500 Euro ausgegeben für mein ganzes Setup in einem Monat, damit ich dieses Monat, dass, damit ich am Freitag streamen kann. Ich hatte auch eigentlich schon geplant, dass ich letzte Woche am Freitag streame. Doch mein Mikrofon beim Headset war kaputt. Und jetzt kommt diesen Freitag ein Stream, denn ihr hört wahrscheinlich auch, ich habe ein neues Mikrofon. Das ist ein HyperX-Mikrofon, hat 100 Euro gekostet. Und ich habe auf jeden Fall schon Bock auf morgen. Aber ich meine, wir brauchen nicht unbedingt ein Dorf, sonst können wir auch minen gehen. Wäre auch eine Option. Aber mit einem Dorf wird es natürlich schneller gehen, Enderperlen zu farmen. Und dann gleich in den Nether zu gehen, bisschen Eisen holen. Wird schneller gehen. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet, dass ich Facecam will, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht machen, aber eine Handcam. Ob ihr das möglicherweise sehen wollt, dass ich hier mit der Handcam spiele. Und guckt auf meinem Hauptkanal vorbei. Fortcreed ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie der Twitch-Kanal. Guckt da mal rein. Dann holen wir uns die Schafe und laufen weiter in die Richtung, um ein Dorf zu finden. Ersten Tag überstanden. Kleiner Fortschritt. Das Problem ist jetzt, wir brauchen ein Dorf, doch wir finden leider keins. Und hier oben ist wieder ein Berggebiet. Da ist die Wahrscheinlichkeit zu einem Dorf sehr, sehr gering. Oh, eine Ziege. Das ist das allererste Mal, dass ich in Minecraft eine Ziege sehe. Ich kann jetzt mal hitten. Was droppt die? Gar nichts. Okay. Ist da vorne ein Dorf? Hab ich da gerade ein Dorf gesehen? Nee. Nee, droppen überhaupt nichts. Ich dachte mir, Ziegen droppen was. Hey, schreibt mal in die Kommentare, ob Ziegen was droppen. Oder ob das jetzt einfach nur verbuggt ist. Kupfer ist auch hier. Aber wir brauchen kein Kupfer. Kupfer ist eigentlich
ein Rohstoff, den man zum Durchspielen jetzt weglassen kann. Ich dachte mir, es gibt Ziegenfleisch. Ich finde die neuen Texturen von den Erzen richtig scheiße. Mir gefallen die irgendwie nicht. Es ist zwar immer was Neues, ja, aber mir gefällt das nicht. Würde ich wirklich gerne wieder die alten Texturen reinhaben. Dorf, wo bist du? Komm, Leute. Wir singen jetzt den Dorftanz. Egal. Was Dorftanz singen? Alter. Könnte aber ruhig wirklich in ein Dorf kommen. Hätte ich nichts dagegen. So, wir spielen jetzt noch bis beim Timer 80 steht und dann, sonst gehen wir runter in den Strip Mine für Eisen und suchen uns irgendwie einen Lavasee, damit wir Minecraft durchspielen können. Weil ich meine, Minecraft kann man auch mittlerweile gut ohne Dorf durchspielen. Ein Dorf! Ja! Das Dorf ist schon mal da. So, jetzt brauchen wir noch. Jetzt gehen wir nur noch ein bisschen Holz farmen. Emerald. Ein Cleric brauchen wir. Sprich, den Eisengolem killen wir jetzt dann gleich. Hier. Muss soll auch irgendwo ein Eisengolem rumlaufen. Ist in jedem Dorf eigentlich ein Eisengolem. So, wo ist er denn? Aber ich hoffe, hier im Dorf gibt es schon einen Cleric. Ein Bett habe ich schon. Eisengolem. Hier ist er. Komm her. Au. Das war ja mal die beste Runde, die ich jemals in Minecraft hatte. So. Dann gehen wir neu in die Welt rein. Ist ja scheißegal. Ist ja sowieso immer wieder der gleiche Seed. Also ist das jetzt keine Challenge mehr, ein Dorf zu finden. Wir holen uns jetzt einmal kurz Holz. So. Machen uns eine Crafting Bench, ein paar Sticks. Und gleich mal eine Axt. Das wollte ich jetzt nicht. Muss gleich mal eine Axt. So. Bauen wir das noch ab. Spitzhacke. Mach mal. Dann gehen wir runter. Steinfarmen. Machen uns eine Spitzhacke, eine Axt, ein Schwert und einen Ofen. Crafting Table nehmen wir wieder mit. Es ist der gleiche Seed. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder zurück in dieses Dorf, wo wir vorhin durch den Eisengolem gestorben sind. Holen uns zuerst noch ein Bett. Ich hoffe, das finde ich jetzt nochmal. Ein Dorf! Oh mein Gott, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben ein Dorf gefunden und die hat sogar eine Schmiede. Ich hoffe. Eine Kirche sehe ich ja jetzt nicht, aber ein Brewing Stand ist auch in dieser kleinen Kapelle drin.
Das heißt, ein Cleric wäre dabei. Schmiede ist auch dabei. Gucken wir mal in die Schmiede rein, ob der etwas Eisen hat. Oh mein Gott. 12 Stück. Ich glaube, wir brauchen gar kein Eisengolem töten. Eisengolem? Nee, das machen wir heute diesmal nicht. Wir haben eh genug Eisen. Protection 3. Was verkaufst du? Feather Falling 1. Protection 3. Papier. Also der ist schon mal da. Ist gut. Ist gut. Machen wir mal Brot. So. 56 Brot, damit kommen wir aus. Dann würde ich mal sagen, wir gehen ab in den Nether. Der gehört gekillt. Habe ich jetzt eigentlich für, glaube ich, 3 Eisen gekillt. Hat sich mega was gebracht. Aber ich gehe erstmal in den Nether, weil sonst hat sich das ganze Dings nicht gelohnt, wenn wir jetzt im Nether sterben. Aber ein Mindshift. Ich meine, warum nicht? Warum nicht das mal mitnehmen? War jetzt auch nicht richtig groß. Oh, shit. Komm her, Creeper. Ich liebe Creeper. Ich liebe sie. Falls ihr noch mehr so Content wollt, schreibt in die Kommentare. Vielleicht spielen wir auch Minecraft mal durch. Aber ich glaube, beim nächsten Mal hole ich mir Verstärkung von einem anderen Spieler. Dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, morgen ist der Livestream auf Twitch. Guckt rein. Freitag, 11.06. Guckt rein. Ich schreib's auch. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Und dann, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.